Wir sind gleichermaßen traurig und froh, euch zum letzten Part von New Super Mario Bros. U begrüßen zu dürfen. Zu begrüßen zu dürfen? Ohne Sorge. Wir haben gerade noch diesen Level geschafft. Ich muss nur noch bis zum Ende kommen. Also was heißt den Level geschafft? Das haben wir ja schon mal gehabt. So fast. Aber ich habe die Starcoin immer ja im letzten Augenblick eigentlich ziemlich verschissen. Deswegen haben wir die jetzt offscreen gemacht. Und was passiert? Das erste Mal, wenn ich wieder nach da hinten komme. Nee, nicht ganz fast. Oder? Ach, keine Ahnung. Passiert's. Wir haben es natürlich geschafft und alles ist gut. Das zweite Mal war es dann schon. Ja. Jawohl, das wollten wir hören. Der letzte Level steht jetzt zur Verfügung. Hier wurde der vierte Stern verliehen. Weil wir hier alles Sternmünzen gesammelt haben in diesem Kaff. Also ich wollte es eigentlich nicht sagen. So, erstmal holst du mich wieder, weil ich ja immer noch da weg war. So, 14 Leben, das ist natürlich sehr viel. Richtig stark ist das. Und wir machen uns jetzt auf zum letzten Leben. Den Panzer im Visier. Geiles. Nee, das bringt's ja nicht. Egal, der Level ist nicht schwierig, sage ich schon mal von weg, aber ist geil. Es ist so der letzte noch. Bisschen Logik-Shit und du machst bitte alles, denn ich guck nur zu. Solange du dich verreckst, ist alles gut. So. Können sich sicherlich einige schon denken, was das hier ist. Ein bisschen Ups-Farming und so ein bisschen viel mit Blöcken und Coupon. Das musste mal, ach, ich weiß, was ich machen musste. Erst hier unten. Ich gehe. Ja, ja, oder mach du. Ja. Ich muss ja das Ding hier umnehmen. Man muss hier nämlich so bestimmte Sachen machen. Achtung mit der Gumba. Sehr nee, gut. Das stört den Gumba nicht. Die können ja auch wieder aufwecken, das ist ja wurscht. Ja. Sogar so. Besser, wenn sie so. Ich warte jetzt noch kurz, bis der hier hinten ist. Das ist einfacher. Oder besser. Weil, ja, dadurch kann man eben mehr Ups farmen. Hier. Du läufst unten schön mit. Nein, ich lauf unten mit, du läufst oben mit. Der Cooper darf auf keinen Fall respawnen. Also, respawn meine ich nicht. Despawn. Ja, das wäre schlecht. Gut, los geht's. So, ich weiß gar nicht, ob ich hier noch irgendwas machen muss, bin mir gar nicht sicher. Ich glaube aber eigentlich eher nicht nur. Nur dann ganz zum Schluss nochmal was. Ja, hier drüben, oder? Ach nee, hier kommen nur. Ah, doch, hier. Ich glaube, das kommt nochmal hier unten lang, ne? Der kommt erstmal, geht da hier. Ja, Achtung. Ja. So. Ja. Oh, fuck. Hab ich nicht gewusst. Und weiter geht's. Bin noch in dem letzten Level gestorben, ey, ehrlich. Shit, shit, shit. Ja, das jetzt. Ja, doch, da ist er. Alter, wie es schon spinnt hier, der Zwiemode. So, weiter shit. Geht's hier. Ach doch, geht noch weiter. Heilig. Hier ist nochmal eine Stelle, die kann ich ja mir selber. Ja. Da muss man aber aufpassen, die Panzer können sich auch gegenseitig töten. Ich komme gleich mit. Das war's jetzt aber wirklich. Ah, nee, doch. Ja, aber ihr seht schon. Alter, was musste man hier nochmal machen? P-Switch im richtigen Moment drücken. Wo ist denn hier ein P-Switch? Ja. Der ist nicht jetzt. Aber es geht trotzdem. Und das Ding holt sogar die Stalker. Doch, so richtig. Und noch Ups für mich. Das war aber jetzt schlecht. Jetzt kommen wir nämlich nicht zur letzten Stalker. Aber wir haben ja unseren geliebten Freund den Boost-Modus. Ja, und geil, also Ups wirklich jetzt gefarmt. Ich hatte ja. 14. Jetzt sind es 39. Zeit. Was denn? Sorry, ich muss hier mal. Hey, Alter, ich ja, komm. Spring doch. Achso, ja, ich bin so blöd, ey. Sorry. Weil hier ist nämlich eine Ranke drin. Wo? Hier in dem Block. Sorry, ich muss mal hier. In dem Block bis jetzt. Gut, also. So, was können wir ja noch? Oh, Junge. Ich wollte gerade Dingssprung machen, hier Wandsprung. Na dann. Damit ich auch wenigstens noch einen abkriege in dem Level. Ich bin gut. Auch einmal verreckt, also alles gut. Die Ups etwas aufgefrischt und so. Den Level beendet mit allen Starcoins. So. 100% des Level des Spiels, nicht des Levels, auch des Levels, aber hauptsächlich des Spiels sind es geschafft. Du hast alle Sternmünzen gefunden, herzlichen Glückwunsch. Mein Beileid. Nein, natürlich nicht.
Du hast den Abenteuermodus abgeschlossen. Super, dir wurde der 5. Stern verliehen. Jetzt kannst du jedes Tothaus beliebig oft besuchen. Ja, gehen wir dann mal ins Abhaus, ja. Gut, aber es gibt ja noch etwas, was ihr noch gar nicht gesehen habt. Und zwar ist es ein geheimes Tothaus auf einer einsamen Insel. Und das werden wir jetzt mal besuchen. Und das ist auch die letzte Handlung, die wir jetzt hier in dem... Alter, habe ich wieder total falsch gemacht. Jetzt einfach eine in der andere Richtung, egal. Die geheime Insel. Ja, das ist das Letzte, was wir jetzt noch machen in diesem Let's Play. Und dann sind wir eigentlich nur durch, ne? Und dann kommt so noch was Spezielles. Geheime Insel, Punkt. Geheime Insel, Tothaus. Lilanes. Tothaus. Gut. Tothaus. Das ist cool gemacht. So, also. Wir sammeln Münzen 19.543. Ihr müsst euch überlegen, für jede 100 Münzen gibt es ein Ab. Das bedeutet, 195 Abs haben wir durch Münzen gesammelt. Gesammelte Sternmünzen 251, das sind alle. Plattgestampfte Nummer ist nur 77. What the fuck? Gesammelte Items, na, knapp an die 1000. Ja. Gesammelte 3 Abmond 3, naja, das ist das mit dem Boostmodus. Distanz auf Boostblöcken 119 Meter. Distanz auf Minibusblöcken nicht. Ja, die sind ja auch scheiße. Ja. Erreichte Zielfehler 110, ja, das mit sind Yoshi alle erreicht Level. Die Ziele 3. Oder erreicht die Zielfehler sind nicht alle Level, oder? Heißt das auch, wenn man Level 2 mal spielt? Ja. Na gut. Aber man steht ja hier 251 durch 3. Nee. Kann gerade nicht rechnen, warte. Nee, das kommt nicht hin. Nee. Na gut. Aber es gibt auch Secret Exits. Ja gut. Ach komm, wir rechnen jetzt hier nicht irgendeine Kacke vor. Mit Yoshi erreichte Ziele 3, mit Baby Yoshis erreichte Ziele 13. Ich glaube, das sind aber wirklich... Naja gut. Obwohl, du kannst eigentlich beliebig oft mit Baby Yoshi irgendwelche Ziele erreichen. Ist doch an Zielfehlern gesammelte One-Ups 47. Ich kann auch nicht mehr lesen. Ausgelöste Zielfeuerwerke 20. Wir haben 20 Mal ein Up in irgendwas gekriegt. Ja, krass, gell. Ja, geschnappte Mopsis freilich 7, das ist ja auch logisch. Erhalten Applause 286. Och, da kriegen wir jetzt auch nochmal hin. Jawohl. Gut. Von euch. Hoffe ich doch. Ich finde die so. Musik so geil. Schaut mal im Hintergrund. Rechts Yoshi-Eier, in der Mitte ein Haufen Items, oben auch. So, jetzt wird als erstes auch mal gespeichert und dann können wir uns mal den schönen Screen angucken, wenn man die 5 Sterne sieht. Oh ja, da freue ich mich. So. Speichern, nicht, dass hier noch irgendwas schief geht und dann stirbt ja alles ab und dann müssen wir den ganzen so. Level nochmal machen. Jetzt geht's ins Hauptmenü und dann gucken wir uns mal die schönen 3. Nicht gespeicherte Daten gehen verloren. Vor allem, weil wir gerade oh, sieht das schön aus. Sehr gut. Und es sind auch alle hier 94 Ziele erreicht. Das heißt, es gibt auch 94 Level. Die ganzen Fahnen stehen natürlich für jeden besiegten Boss. Also für jede geschaffte, gemeisterte Welt. Und die Sterne für das, was ihr alles in dem Let's Play jetzt gesehen habt. Das Glänzen kommt von Mopsy. Also ich kann sie nochmal aufzählen. Der erste Stern ist, wenn ihr alle Level inklusive den von Peach Schloss geschafft habt. Peach. Der zweite ist für alle Starcoins in Peach Schloss. Also mit Peach Schloss, aber ja, wisst schon, was wir meinen? Der dritte ist für die 9. Welt. Die Starcoins gesammelt. Der vierte ist für die 9. Welt den letzten Level, die Starcoins gesammelt. Und der fünfte, eins fehlt noch, irgendein. Ja, ich glaube, die haben einen Stern gegeben, wo man nur in Peach Schloss die Starcoins gesammelt hat. Und dann kriegt man nochmal einen Stern, wenn man alle anderen Starcoins gesammelt hat. Ja, ist so. Das mit den Starcoins haben sie zweimal gemacht. Also einmal nur für Peach Schloss und einmal für alle inklusive den aus Peach Schloss. Ist total, total unlogisch, aber ist so. Gut, dann sehen wir uns demnächst wieder. Es geht nämlich auch noch weiter mit News über Mario Bros. U. Ihr wisst es vielleicht, wir haben es schon öfters mal angesprochen. Boah, dämlich Obstfliege. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, schaut einfach demnächst mal auf unseren Kanal, dann geht's mit unserem neuesten Format weiter. Ja. Glaube ich, gibt's auch noch nicht so. Mal sehen. Gut, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Und tschüss. Das war natürlich ein tolles Projekt.